Ihr habt das Festivalzentrum für Spielart entworfen. Ganz kurz, was ist das Konzept? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also der, als erstmal was auf uns zukam, war, dass das ein Messezelt sein soll. Und was man jetzt sehen wird, wenn man auf den Gasteigplatz kommt, das Zelt wird komplett eingezäunt sein aus Holz. Also es gibt eine Holzfassade, die auch noch so gebaut ist, dass sie aussieht, dass sie sehr deutlich aussieht wie ein Grenzzaun und dass sie erstmal als ein Ort erscheint, der vielleicht nicht so einladend ist oder als was Abgeschlossenes ist, vielleicht nicht für jeden zugänglich. Und dann sieht man aber auf der Fassade den Titel, den es für diese Arbeit gibt, die Komfortzone. Und genau das soll es eigentlich auch sein. Also es soll ein Ort sein, wo man quasi diese Grenze, die man erstmal sieht, überwindet und dann in einen Ort kommt, wo es darum geht, aufeinander zu treffen, zusammen was zu trinken, zu sprechen, über das Spielart zu sprechen. Wo jeder willkommen ist, genau in solche Situationen wie heute, wo Europa mehr die Grenzen zumachen möchte, macht Spielart genau das Gegenteil. Die Macht, die sprengt diese Konvention und die laden alle Künstler aus alle Länder und daraus eben ist diese Komfortzone der Treffpunkt für alle, wo alle willkommen sind. Und wir holen das hier, wir zaunen uns bewusst und daraus machen wir einen Ort für alle. Ja, dann laden wir hiermit doch alle ein, vorbeizuschauen. Ja, klar. Ja. In die Komfortzone. Alle kommen ab dem 25. Super. Ja, vielen Dank. Gerne.